Matteo, redest du eigentlich manchmal mit dir selbst? Niemals. Also Lass uns niemals drüber reden. laut. Warte. Oh, ich hatte, das war voll das gute Intro. Ach so, dann Jetzt machen wir nochmal. das nicht kaputt. Okay, sorry. Matteo, redest du eigentlich manchmal mit dir selbst? Nie. Lass uns drüber reden. Nee, das war nicht. Vor war es besser. Oh Mann. Ja, sorry. Jetzt ist es, jetzt ist es kaputt. Nochmal. Ich habe eine Banane im Mund. Das ist ein gutes Intro. Das nehmen wir. Nee. Matteo, redest du eigentlich manchmal mit dir selbst? Nö, nie. Ja, jetzt ist alles kaputt. Jetzt habe ich keine. Jetzt ist es wirklich nicht mehr natürlich. Okay, wir machen ein neues Intro. Cool. Hallo, hier ist Matteo. Das ist schön für dich. Ich muss jetzt sagen, hallo, hier ist Niklas. Hä, das haben wir doch immer. Matteo, redest du eigentlich manchmal mit dir selbst? Nee, also nicht laut. Ich denke halt nach. Aber ich rede nie laut mit mir selbst. Guck mal, sind völlig verschiedene Menschen. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum man laut mit sich reden sollte. Ich rede die ganze Zeit mit mir selbst, wenn ich alleine bin. Ja, aber Ich komme, warum? ich kommentiere auch immer alles, was ich mache. So. Oh, so, Echt? ja, gut, wenn ich so ein Fail da, oh, wieder richtig gefällt, du blöder Kack, du, oder so. Es gibt voll viele Leute, die das machen. Ich höre manchmal auch Leute, die einfach so was vor sich her brabbeln und dann denke ich so, hä, was denn jetzt mit dem Ich mache das los? natürlich nur, wenn ich alleine bin. Ja, aber manchmal erwischt man ja Leute dabei, weißt du? Mich erwischt man nie. Auch nicht, ich wurde noch nie beim Onanieren erwischt. Du? Echt? Oh, ich glaube ich einmal, also ich weiß es nicht mal genau. Oh, das ist eine mega peinliche Geschichte, die erzähle ich jetzt mal schnell. Und zwar, da war, also da, keine Ahnung, wie alt war ich denn da? Das war gerade so am Anfang, wo man noch nicht genau wusste, was da so abgeht, ne? Wo man sich einfach nur gefreut hat, dass man so einen Ständer hat, ne? So, wo man einfach so, wow, was ist denn hier los? Ich benutze das einfach mal, das Ding. Und da bin ich nachts. Wusstest du schon, wie man onaniert, als du einen Ständer bekommen hast? Nee. Ich Nee, auch nee, nee, nicht. ich auch nicht. Und damals war das ja so voll alles, da wusste man ja gar nichts über Sex. Also bei mir war das so, ich wusste Ja, bei gar mir nicht auch. Ich viel. wusste gar nichts. Ja, genau. Oh, da kann ich dir noch eine peinliche Geschichte erzählen, ey. Warte, Jetzt erzähl egal. mal die erste. Erstmal die erste, genau. Und auf jeden Fall habe ich mich dann abends ins Wohnzimmer meiner Eltern halt geschlichen. Und weil ich hatte keinen Fernseher damals in Gott. meinem Zimmer, als ich ganz klein war, ne? Ja. Habe ich mich reingeschlichen und dann habe ich auf Sat.1, glaube ich, da gab es immer diese Erotikfilme abends. Weißt du, diese, oh, wie hießen die? So Heidi, Heida, dieser ganze Shit. Und dann habe ich so einen geguckt, ne? Und dann habe ich so an mir halt. Aber ach so, du warst alleine. Ich habe gedacht, deine Eltern gucken das und du stellst dich Na, dahinter und onanierst. Quatsch, Alter, das ist ja mega peinlich. Nee, nee, warte, das wird aber auch ein bisschen peinlich. Und auf jeden Fall, dann habe ich dann angefangen, an mir rumzuschrauben. Und dann bin ich aber dabei eingeschlafen, weil das war noch ein Zeitpunkt, wo ich noch nicht, also wo man halt noch keinen Orgasmus hatte. Weißt du, am Anfang hast du so eine Phase, wo du einfach noch Boah, nicht. das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß es noch. Jedenfalls, ich habe da immer rumgemacht und dann irgendwann habe ich aufgehört, weil da nichts passiert ist einfach, ne? Es gab kein Happy End. Und dann habe ich da so rumgeschraubt und bin dann aber mit runtergelassener Hose eingeschlafen und am nächsten Morgen erst aufgewacht. Und die Hose war halt immer noch unten, weißt Ja. du? Und ich weiß bis heute nicht, ob meine Dich jemand Eltern gesehen jemals hat. ins Wohnzimmer kamen und mich da so haben liegen sehen und dann wieder Ja, wieso einfach raus fragst du die sind. nicht? Alter, das fragt man doch nicht, vor allem jetzt nicht mehr. Hä? Also, mittlerweile rede ich mit meinen Eltern über alles. Also das frage ich nicht mehr. Vor Hä, allem, es ist doch voll interessant, das zu ja, wissen. aber stell dir vor, hätten mich nicht erwischt und ich frage die sowas. Ja, ist doch trotzdem lustig. Ich meine, wir sind ja alle nur Menschen. Ja, das stimmt. Ist auch voll krass, ne? Jeder onaniert oder masturbiert, je nachdem. Und trotzdem ist es manchmal noch so, keine Ahnung. Keiner redet so offen drüber, habe ich das Gefühl. Außer uns. Wir reden Ja. über alles offen, deswegen sind wir ja auch hier und unter anderem um Stachel zu spielen. Los Yes. geht's. Und los geht's. Was war die andere Frage? Du wolltest noch irgendwas fragen, oder? Du hast Ach noch so, irgendeine zweite wir peinliche kamen ja drauf Geschichte. wegen selbst miteinander reden. Ach so, ja, genau. Richtig. Ich, also ich rede echt irgendwie voll gerne mit mir selbst.
Aber vielleicht liegt es dran, weil du oft alleine bist und dann macht es das Gehirn einfach so, oder? Oder Weiß ich nicht. weiß ich nicht. Also ich rede nur innerlich mit mir selbst. Also weißt du, nicht laut. Ja, und ich sag dann einfach das, was ich denn denke. So. Aber jetzt auch nicht so extrem, ne? Aber halt immer so. Ich komme, also vor allem kommentiere, ich bin da so mein eigener Kommentator. Das ist irgendwie witzig. We require more Manchmal rede ich denn auch in so einer Honor-Stimme. Was? So, oh, meine Damen und Okay. Herren, da haben wir wieder Da richtig Scheiße kannst du gemacht. mal bei dem Thiel anrufen, diesen Psychologen bei den Rocket Beans. Der wird dir bestimmt was Schönes erzählen. Ja, ist mir völlig egal. Psychologie ist für mich eh, das ist irgendwie genauso. Humbug. Ja, nee, das ist halt, keine Ahnung, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, da werden jetzt alle Psychologen mir wahrscheinlich sagen, das ist irgendwie anders, aber meiner Meinung nach gibt es keine Pauschalregeln für Menschen, was die Psyche angeht. Das muss ich leider unterschreiben, so, weil ich habe in meinem Freundeskreis zwei Freundinnen, die sind Psychologen, und die beiden gehören mit zu den, also die sind selbst so völlig im Eimer, habe ich das Gefühl. Ja, das ist halt die Sache. Wenn du dich selbst mit diesen Krankheiten und auch so befasst, dann bist du ja viel anfälliger dafür auch. Und das ist Ja, ja bei genau. Ärzten auch immer so. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ja. Ja, jedenfalls ist es halt schwer, weil ich habe auch das Gefühl, dass jeder Mensch halt, also der Grundbau ist gleich, aber jeder tickt halt so ein bisschen anders, weil jeder halt andere Erfahrungen gemacht hat. So, keine Genau, eine Ahnung. ganz, jeder hat eine ganz andere Entwicklung. Genau, und jede Erfahrung, die man gemacht hat, spielt ja damit rein, wer man ist. Also Okay, weißt du, wenn man ich glaube, jetzt. es wäre Turex. Guck mal hier. Oh shit. Hier hinten nämlich eine Barracks gebaut. Ich weiß nicht, was es soll. Okay. Könnte also Turex Ja, sein. gut, wir sind eh jetzt schon committed. Ich kann nichts mehr anderes machen. Pool Ja, aber ist. das heißt, wir bauen direkt ein paar Mehrlinge. Ja, okay. Es könnte auch eine Rex sein und die verstecken das. Double Rex Reaper oder so könnte es Ja, auch aber sein. warum verstecken die Racks da hinten? Und dann haben sie ja keine Wall, oder? Ja. Das wäre ja Quatsch. Gerade Dann gegen sollten sie Zerg. zwei Barracks haben. Wir haben einfach Scouting Luck. Ja, ich spare Wir sollten aber jetzt auch nicht Drohne. überreagieren. Nee, ich spare jetzt Drohne, baue 6 Linge erstmal. Genau, und vielleicht direkt ein 2. Oder das ist übertrieben. Nö, ich glaube, wir kommen ganz gut klar. Ja, ich Direkt denke auch. Speed und baue 6 Linge. Und jetzt Double, ich scoute nochmal schnell nach dem Gas hier. Das wäre nochmal interessant zu wissen. Da unten ist ein SCV. Guck mal, ob das einen Bunker bauen wollte oder einfach schon eingebaut hat. Ist ja noch nicht. So, ist hier Gas. So, ich fange jetzt wieder an, Drohnen zu Wir bauen, haben ne? schon 200 Gas gesammelt. Das wird What? ein Reaper-Busch. Da ist was geplatzt gerade. Was war das? Ja, Ah, bau einfach okay. Zerglinge. Ja. Wir machen jetzt einen Counter-All-In. Da ist der Reaper. Versuch die anderen Zerglinge zu verstecken. Könnte auch eine. Ne, was soll das denn mit zwei Barracks? Ich weiß es noch nicht. So, ich verstecke erstmal viele Linge. Genau, erstmal kommen da jetzt zwei Reaper und wir tun so, ach, wir wissen von nichts. Wir wissen von nichts, Freunde. Guck mal, wir wissen gar nichts. Nein, bitte nicht. Bitte lass uns in Ruhe. Oh, bitte lass uns. Lass ihn. Willst du auch ein Bending-Nester haben? Ja, bitte. Zum Basten? Okay. So, wir verlieren uns fast die eine Queen. Vorne eine neue unten. Was sagt Speed? Okay, Speed ist gleich durch. Ah, haltet aus. Ja, zieh die Queen mal ganz zurück, die soll mal Ja. überleben. Okay, jetzt geht's ab. Okay, Speed ist gleich durch. Nimm alles. Du hast in der Main Base hast du noch voll viele Linge. Okay. Catch him! Gonna catch him all. Was machst du hier? Willst du ihn nicht catchen? Zu denn? Okay. Ich laufe einfach rüber. Banning Nest, was sagt das? Das sollte in 10 Sekunden fertig sein. Ist durch, ist durch. Ja, Vorsicht. Vorsicht, da ist ein Hellion. Okay, ist drin.
Ah, was war das denn, Junge? Hast du den gemacht? Nee. Nee. Ich habe gar nichts gemacht. Du bist richtig verkackt gerade mit dem Bending. Oh, die bauen Depot wieder vorne. Ja, egal, pump weiter. Schaffen wir. Ja. Jeder Cent geht in Länge. Nur ein Bending? Ja, wahrscheinlich, weil wir keine Mineralien hatten. Okay, jetzt ist verkackt. Quatsch. Drohnen, ab jetzt. Okay. Du hast trotzdem noch 30 Linge, ne? Falls was hinten steht, schick nach vorne. Ja, aber steht nichts hinten, du hast alles bei dir. Okay, das Drohnen jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal basteln sollte. Ja, weiß ich nicht. Behalt die lieber uns zum Containen und wir gehen auf Mutas oder so. Ich schick die Banning nach hinten. Nimm die dritte Basis, Drohne erstmal hoch. Ich glaube, wir hätten die auch finishen können, aber du hast in einem Banning verkackt. Du bist schuld. Also das würde ich im Replay sehen, ob es an dem einen Du hast Banning diesen Banning ins Marauder geschickt, aus irgendeinem Grund. Nee, hab ich nicht. Wollte den gerade nehmen, um den ins Depot zu fisten. So. Scheiße. Oh, ich nehme jetzt mal eine dritte Banning. Jetzt habe ich hier schon wieder Kaffee, aber nur ein bisschen was. Was ist bei dir los? Das ist eben jetzt ein Psycho-Ding bei mir auch, weil ich habe die ganze Zeit Angst jetzt, dass ich Kaffee verschütte. So, wenn man einmal Angst hat, hat man immer Angst. Okay, jetzt werden die gleich aber, wir machen auch Upgrades, ne? Aber Drohnen erstmal, Drohnen. Ja, stell mal bitte ein paar Overlords in den Flugweg, ich will nicht, dass die uns droppen oder so, dass wir das nicht mitkriegen. Machen wir denn welche? Könnt ihr ja gar nicht droppen, die haben gar kein Starport. Okay, jetzt habe ich ein Problem gegen die ganzen Aliens. Brauchen wir eigentlich Roaches, würde ich sagen. Roaches, ja, kann ich auch gehen. Dann gehen wir. Ich werde alle Dinge verlieren. Wir brauchen hinten was zum Verteidigen. Brauchen wir einen Spinecrawler an die Natural, bitte? Ja. Einen. Nee, zwei. Einer reicht. Na gut. Das ist die Creep Queen? Okay, sobald das Ding durch ist. Ich spare jetzt erstmal kurz für Roaches. Roaches, komm jetzt. Muss Zeit kaufen. Boah, Alter, die sind da voll reingefahren. Geil. Was meinst du, warum die hier stehen? Ja. Oh, Vorsicht. Okay, Roaches poppen in 10 Sekunden. Trotzdem hier Drohnen verlieren. Ja, ich baue die nach. Okay, Drohnen. Roaches sind da. Okay, ein bisschen spät. Gibt der Drohnen? Ja, ja, es wird gedroht. Und Roach Speed, ja? Wir spielen Roach. Ja, ich müsste nämlich erstmal auf, ja. Oh, erst Mineralien von leer. Die haben eine dritte. Achso, du hast doch keinen leer gedrückt. Nee. Dann nimm direkt eine vierte und Drohne erstmal hoch. Okay. Und vergiss Upgrades nicht. Okay. Ja, ich mach mal jetzt ein Gas wieder raus. Oh, guck mal hier. Ich war nicht prepared. Machen direkt Schaden wieder. Also Drohne ist mal komplett hoch da. Ja. Mit vierter Basis. Fucking all-inning noobs, get skill, please. Okay, und wo bekommen wir den Skill her? Von Bonjour.de! Nice, danke. Die sind jetzt böse und das ist das Einzige, was du dazu zu sagen weißt. Ey, das haben die ja nicht gehört. Weißt du ja nicht. Drück mal die Upgrades an. Ne? Ist noch nicht vorbei. Okay. I'm pushing game Upgrades. Was
verlieren, Overlord. Bitte, welche Upgrades machst du jetzt? Lass mal doch vielleicht Mutterling spielen. Brich mal alles ab und lass Mutterling spielen, würde ich sagen. Okay, na gut. Du musst mir sagen, wenn ich wieder Einheiten drücken muss, ne? Weil sonst mache ich nur Eco. Oh, da kommt der Drop. Da kann ich gerade ein wenig gegen machen, weil ich habe hinten keine Einheiten. Okay, Banding Nest verlieren wir jetzt kurz. Ich baue es aber unten direkt wieder nach. Brauchst du irgendwo Einheiten? Ja, ich baue. Na, lass doch die Drohnen, lass doch die Drohnen leben. Junge, lass mich dir doch Micron. Ja, man fährt doch nicht mit Drohnen. Ach, Junge. Hast du ein Spiel gelernt? Ja, da sind die Linge jetzt, aber es sind nicht viele. Ja, reicht doch. Und ein Spire, bitte. Ja, den konnte ich. Ich war gerade ein bisschen. Ja, guck mal, okay. Bisschen gestresst. Der Spire hat absolute Prio. Okay, den verstecke ich an einer Stelle, wo du ihn nicht finden willst. Jetzt verlieren wir die Linge. Ja, das sage ich jetzt ja nicht genug. Haben wir keine Upgrades? Nee. Die haben 1-1. Das ist ein Problem. Okay. Spire bitte. Spire ist schon im Bau. Der ist schon halb. Ne, Drittel durch. Also wir können das locker noch verlieren. Okay, ich gebe alles, damit wir das verlieren, okay? Okay. Und jetzt übertreib mich mit den Lingen, weil die haben nur diesen Drop gerade. Wir brauchen halt einen Spire. Drohen wieder alles voll. Und mach die richtigen Upgrades auch an, ja? Wir haben zum Beispiel das Roach-Upgrade jetzt, obwohl wir eigentlich keine Roaches mehr spielen. Wir haben kein Roach-Upgrade. Doch, das Speed-Upgrade hast du durchlaufen lassen. Ja, das habe ich schon ganz am Anfang gedrückt. Na, ich habe gerade gesehen, dass es noch gelaufen ist. What? Das habe ich ja schon ganz direkt gedrückt. Ist ja auch egal. Ich will jetzt gar nicht hier, ne? Wir wollen das jetzt gewinnen. Oder hast du das gedrückt? Jetzt... Ja, gleich kommt Mutas. Jetzt kommt hier ein Double-Drop, ist gar nicht gut. Reicht nicht, was wir hier haben. Ja, es kommen nochmal Linge jetzt. Oh. Du hast unten ganz viele Linge stehen, ne? Weiß nicht, ob du die. In der Main. Da. In der Natural, meine ich. Ja, wir haben aber keine Upgrades, die haben 1-1. Ja, trotzdem, wenn die auf den Hive schießen, kannst du die ja. Mach direkt einen neuen Hive. Ja. Und bitte gib die 1500 irgendwas aus, was wir hier haben. Ja, ich speier für Mutas. Jetzt kommen Mutas. Weitere Upgrades. Konzentrier dich bitte nur aufs Makro. Ja, mach ich. Alles andere mache ich. Die Main nochmal neu bauen. Ah, die ist schon outmined, ich nehme eine andere Base. Ja, aber dann stirbt der Pool irgendwann. Dann legen wir Und bitte ein neues Baning erst, Matteo. Wir brauchen Baning. Ja. Jetzt sind wir gleich tot beim Push. Ah. Auch das Mutter Attack Upgrade und eine neue Basis. Drop in der an der vierten. Ja, alles weg. Hast du keine Linge? Doch. Wir haben keine Banninge. Ey, das sind 4 Marines. Die wirst du doch noch angreifen können. Nee, an der Natural. Ja. Ich kann halt nicht fighten, Matteo. Was soll ich denn machen? Ja, weiß ich nicht. Du hast Mutas? Mucho Mutas? Ja. Ja, geil, die haben unseren Dings abgerissen. Aber hier sind voll viele Mutas, warum machen die nicht? Wo denn? Da war noch doppelt so viele Mutas hast du ungefähr. So, jetzt habe ich sie dazu geflogen. Fliegen wir mit dem ganzen Mutas bitte bei denen rein und versuchen. Mach bitte Makro. Ja, mach ich. Ich versuche uns jetzt zu stabilisieren. Baningness und Baningness ist durch. Speed für Baning Speed kommt jetzt auch. Die Drohnen kommen jetzt hier wieder dazu. Ich raste schon wieder aus! Nee, nicht ausrasten. Entspannen. Krass, ich hab so ein. Okay, entspannen.
mach unser Eco wieder heil. Ich arbeite dran. Ah, ne, das wollte ich nicht. So. Die machen einen Push. Haben wir Linge irgendwo? Wieso haben wir Roaches jetzt? Wo kommen denn jetzt die Roaches her? Ja, die muss ich bauen. Die machen gerade den Todespush. Angegriffen haben. Wir brauchen jetzt. Wir brauchen. Banelinge. Wir brauchen Banelinge. Ja, Banelinge kannst du morphen. Kannst du morphen. Sag das doch. Wo denn? Oh Gott. Ich. Ja, warte, einfach abbrechen das Ding. Einfach abbrechen. Alles cool. Hast du noch Mutas? Ja. Okay, dann geh drauf. Wir haben kein Banning Speed. Wo sind die Mutas? Wir haben kein Banning Speed. Wo sind die Mutas? Das klären wir doch easy, ey. Entspann dich doch mal. Du hast ja deinen Nervenzusammenbruch hier, oder? Wieso baust du einen zweiten Spire? Hast du einen gebaut, oder was? Nee, du baust. Haben wir den ersten verloren, oder was? Ja, den haben wir doch verloren, natürlich. Kennst mich doch. Mach unser Eco heil. Ja. Und mach Upgrades, bitte. Wir haben keine Upgrades. Ja, warte. Auf den Mutas und auf den Ling. Komm, die Makro. Du bist der Geilste. Makro. Okay. Makromarin. Da stehen noch zwei Drohnen. Die machen irgendwas. Machst du mir noch ein paar Mutas? Ja. Aber erstmal brauchen wir Banning, sonst stellen wir am nächsten Push. Mehr Gas. Okay. Overlords. So, also, erstmal muss ich hier. So, 3-3. Wie sieht's hier aus? 3-3. Wie viele Basen haben die denn? 3, soweit ich das hier sehe. Die flog doch Midi weg. Ein paar mehr Mutas, wenn du kannst. Ja, komm. Drop fliegt bei uns in die Main. Da ist halt nichts mehr, aber trotzdem, ich sag's dir nur. Vielleicht kannst du ihn abfangen mit dem Mutas. Ja, den kriegst du mit dem Mutas, nice. Nice. Das war richtig teuer für die. Perfekt. Okay, lass angreifen. Okay, ich morph alles into Banelinge. Reicht nicht. Okay, zieh dich kurz zurück. Ist das alles, was hier an Reinforcement saß? Da sind. Da stehen wieder ganz viele. Ich werde gleich auf die vierte gehen. Das ist keine Planetary. Unsere sechste Base ist. Mal ein Infestation Pit. 3-3 ja, kann ich mir gerade nicht so, warte. Oh, ich bin jetzt hier mega Bast. Die scannen unsere ganzen Basen gerade. Okay, ab geht's. Okay, nice. Ich kann jetzt zurückziehen und
den Counter-Push abwarten. Neuen Mut, dass wenn es geht. Mhm. Ah, das hält alles nichts aus, was wir hier haben. Ja, wir haben 2-2 durch. Keine Ahnung, was haben die denn für Upgrades? Okay, Mutas kommen jetzt dazu. Schon so sechste. Neue Mutas? Ja, ja, es kommen Mutas. Haben wir reichlich Mutas, warum, ne? Ja. Kein Eko mehr. Wie haben wir das denn? Wir haben das fast verloren und dann wieder gewonnen. Ja. Sorry, dass ich irgendwie. Ich hatte einen kompletten Nervenzusammenbruch zwischen euch. Ja, kein Ding. Ich habe versucht, ihn zu überspielen, aber es hat nicht geklappt. Boah, das war ein richtig krasses Match, ey. Leider habe ich hab da ein paar Fehler gemacht, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir da. Oh, guck! Was denn? Was denn? Diamant sind wir. Oh, ich habe noch gar nicht geschaut. Boah, krass, ey. Das war aber ganz schön. Ganz schön wilder Ritt. Das war wirklich ein wilder Ritt. Ja, haben uns echt hart verdient, diesen Diamantaufstieg. Sehr schön. Perfekt. Warte mal, da mach ich einen Screenshot von. Ah, nee, darf ich ja nicht posten. Toll. Ich direkt spoilern. Ja, nee. Fuck. Da mach ich keinen Screenshot von. Naja. Kann man ja trotzdem. Ich meine, das ist ja nicht schlimm, oder? Ah, nee, doch. Das ist ein Komm, Master wäre ein Spoiler. Nee, das ist auch ein Spoiler. Das will ich nicht. Also ich poste es nicht. Wenn du es posten willst, tu es. Apropos Spoiler, wie heiß bist du eigentlich auf Star Wars? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war ja nie so ein riesen Star Wars-Fan, aber jetzt mit diesem ganzen Hype und alle schreiben die ganze Zeit, wie sehr sie sich drauf freuen, deswegen freue ich mich jetzt auch drauf und ich will den auch Das umsetzen. Hört mich ehrlich gesagt genau ab. Ah nee, bei mir ist es so, weil alle unbedingt so, oh Star Wars, denke ich auch so, oh ja stimmt, eigentlich ist es geil, aber hier eine mich Warnung. Mich turnt dieser konstruierte Medienhype immer so ab. Ja, wenn es zu viel wird, das ist auch abturnen. Wenn es zu viele Trailer, zu viele Teaser gibt, das mag ich auch nicht. Aber ich schaue mir fast gar keine an. Ich schaue mir immer nur so die, ich habe mir, glaube ich, 2 oder 3 Teaser bisher angesehen. Guck mal, bei Star Wars, da geht es mir, ich möchte irgendwie, dass die Geschichte irgendwie schön weitererzählt wird und das genießen. Und ich fühle mich jetzt, als würde ich irgendwie in einen, wenn ich jetzt Star Wars gehe, dann würde ich irgendwie in eine Großraumdisco gehen und irgendwie Cocktails trinken oder Korn trinken. Ja, das ist sowieso. So fühlt sich das für mich an. Das ist sowieso extrem krank, wie krass die das Merchandise rausbrettern überall. Ne? Ich habe letztens. Ja, ich habe ein Bild gesehen von so einem Korb von Orangen, nee, so ein Netz, und da war Star Wars drauf gedruckt. Star Wars Orangen. Ja. Braucht man. Ich glaube, ich gucke den erst, wenn er auf Blu-ray draußen ist. Oh, aber dann weißt du ja wahrscheinlich schon alles. Hast du schon mal alles gehört? Nö, also kann immer sowas ganz gut von mir wegfiltern. Beispiel bei uns im Teamchat, wenn da jemand was spoilert, wird er direkt aus dem Team gekickt. Muss Alex direkt rauswerfen. Die Sache ist aber die, vor der Episode 1 gab es ja auch so einen krassen Hype, ne, wo alle gesagt haben, ja, das wird der geilste Film ever und zack. Und das ist jetzt schon wieder, der Hype ist so hoch, dass der Film der kann gar nicht mehr die Erwartungen treffen. Also kann das, ja schon. Nee. Also was da schon wieder aufgebaut wurde an Hype, das ist schon wieder, der kann nicht so geil werden, wie der schon gehypt wurde. Also ich prophezeie, der wird gut,
Aber der wird nicht so gut, wie alle jetzt hoffen. Alle sagen dann so, ja, war geil. Aber keiner wird sagen, wow, der ist so geil, der ist Achso, perfekt. zur Erklärung, dieses Video wird wahrscheinlich schon kommen, wenn Star Wars draußen ist. Aber ich werde es wahrscheinlich dann noch immer nicht gesehen haben. Ich war ja auch erst so, alle wollten sich verabreden und zur Premiere gehen. Und das war mir dann irgendwie schon zu viel. Da bin ich wohl Hipster zu. Guck mal, da kann man sagen, da bin ich wohl zu viel Hipster. Ich habe dieses Wort nämlich jetzt gelernt, wie man das benutzt. Auf herablassende Weise. Okay, ja, aber es also muss ja Könnte man nicht da Hipster sagen. sein, wenn man nicht Star Wars unbedingt mit allen sehen will. Ja, genau, aber das ist ja. Oh Gott, ich bin gerade der böse Niklas. Verstehe das gar nicht. Na gut. Jetzt bin ich wieder der liebe Niklas. Ich habe euch lieb, Star Wars ist auch toll, ohne Frage. Aber ich muss sagen, Star Wars wird niemals rankommen an Star Trek. Hunter x Hunter, muss ich sagen. Echt? Ich bin es damit durch. Liebe Freunde, wenn ihr Animes guckt oder auch nicht, dann guckt Hunter x Hunter. Stellt auch für mich One Piece locker ins, wie sagt man? In den Schatten. In den Schatten. Krass, ja, dann will ich auch Hunter x Einfach Hunter sehen. unglaublich gute Geschichte, ja. Man könnte, also das ist ja, es geht ja nicht darum, dass es Anime ist, sondern die Geschichte. Man könnte sie auch mit echt Charakteren gut erzählen und die ist sehr tief und ja, das Doofe ist, dass, also ich habe dann, das hörte dann auf. Ich glaube bei Episode, ne, will ich jetzt nicht sagen, weil, also irgendwann hört es auf und anscheinend wird nichts mehr nachproduziert von diesem Anime, weil der Macher irgendwie krank geworden ist, hat Yoshi mir gestern noch erzählt. Okay. Das heißt, es hört dort einfach auf, ja, und man wünscht sich einfach, dass es eben jetzt weitergeht. Ja, mal gucken, vielleicht erzählt das irgendjemand anders irgendwann weiter. Aber eine sehr schöne Geschichte. Ja, Star Wars ist auch eine sehr schöne Geschichte. Aber ich mag diesen mega krassen medialen Hype nicht so gerne. Weil das ist alles so. Also als Unternehmer denkst du dann immer so an diese ganzen Großkonzerne, die sich einen darauf abonanieren, dass sie jetzt überall die Leute lenken können und die Massen lenken können und so. Und da ist der Timer. So, jetzt machen wir hier ein Fass auf. Ne? Wollen wir noch ein bisschen über Verschwörungstheorien beim nächsten Mal sprechen? Ey, würde ich voll gerne, weil ich mag das voll, darüber zu quatschen. Ich auch. Machen wir direkt nächste Folge. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles weiß, aber ich weiß alles. Gut, da hören wir mal auf. Danke fürs Zuschauen, Wiederschauen, reingehauen hier bei Mental of Honor mit Matteo und Niklas und wie immer Mental. Die letzten Worte kommen wieder von Twitter und zwar von Eduard Lechner. Den kennen vielleicht ein paar Leute von Rocket Beans. Der spielt jetzt auch StarCraft, habe ich gestern übrigens gesehen. Oh. Der spielt Terran. Und er schreibt, wenn wir uns vereinen, ist das wunderschön. Ich glaube, es soll ein Zitat für mich sein und irgendeine sexuelle Anspielung, dass wir uns vereinen. Tschüss.